Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge Automation Empire. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, das hier auf Schienenbetrieb umzurüsten. Warum? Weil, ja, ich halte es für sinnvoll. Als das jetzt hier alles auf LKWs zu laden und dann, ich weiß nicht. Das bringt nicht irgendwie so wirklich was. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Förderband. So, dahinter soll er den im Zweifelsfall wieder wegnehmen. Das heißt, wir nehmen hier wieder einen weg, damit das gleichmäßig ist. So. Dann die Krallen. So, von da bis da absetzen und falls was durchläuft, da aufnehmen. So, hier haben wir das gleiche Spielchen. Absetzen von da bis da. Und aufnehmen im Zweifelsfall da. Okay. Dann brauchen wir diese Dinger hier. So, die gehen rein. Da und da. Und so. Und so.
So. Nein, das war falsch. Und er soll ja dann da raus. So. So, ja. Jetzt muss ich gucken, ob das passt. So. Komme ich da durch? Ich glaube nicht, ne? Noch. Ah, das geht da gar nicht. Okay. Das heißt, wir können den jetzt schon mal wieder verbinden hier. So. So machen wir das. Dann kommt hier wieder ein Stück Straße hin.
Gut, hier machen wir drei Wagen. Nee, brauchen wir ja gar nicht. Wir können hier direkt rumgehen. Okay, den weg. Und dann kann er, ja, läuft sogar in die richtige Richtung. Das ist doch schön. So, das haben wir weg. Er muss in die Richtung laufen, also nehmen wir hier einen weg. Der läuft darum. Pause. Jetzt nehmen wir das und das weg. Darum. Ich glaube, ich habe da einen Fehler drin. Weil ich komme im Leben da nicht rum. Also mit der Schiene meine ich. So, jetzt. Gut.
Weiterlaufen lassen. Jawohl, in die Richtung. Genau. Noch ein Stück. Bis er da drüber ist, ja. Und dann muss. Das weg. Und dafür muss das dahin. So, und schon kann man laufen lassen. So, wenn der weg ist, zack. Wenn der voll ist hier, dann kann das auch alles weg. Das hier hin. So, zwei Stück. Ah, sehr schön. Der ist weg hier. So. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 nach wie vor. Kleiner Fehler. So, jetzt aber.
Aber ich würde sagen, da packen wir erstmal einen dritten drauf. Dass der erstmal wieder so ein bisschen was da rauszieht, damit das da ein bisschen schneller geht. Ja, und ist natürlich wieder genau in dem Moment gekommen, wo der Zug da drauf im Gleisen steht. Wie sieht das denn aus? Kriege ich den... dahin, dass er am Anfang bei dem ersten Waggon zumindest nicht dastehen bleibt. Machen wir den voll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Jo. Aha, okay. Der kann den hintersten nicht voll machen, also. Ja, Eisen. Wird der Zug wahrscheinlich fast voll mit. Ich glaube nicht fast voll, sondern er wird voll.
Ja, jetzt stellt sich mir die Frage, naja, das kriege ich ja noch nicht mal weg. Aber mir stellt sich natürlich die Frage, wie sieht das mit einer zusätzlichen, zusätzlichen Dingsbums, sag schon, aus. Hier mit einer vierten Produktion. Bis jetzt haben wir drei. Und da jetzt noch eine vierte dahinter sitzen. Denn wir haben ja immer noch nicht unsere Mengen. Aktuell 11.000. Auf 30.000 wollen wir kommen. 18.000 ist das Höchste. So, und um die Medaille zu kriegen, 45.000. Aber es steht irgendwie die ganze Zeit bei 18.000. Wie sieht denn das eigentlich hier mit der Forschung aus? Fällt mir mal gerade so ein. Aha, 18 noch von denen. Und hier 12. Nein, 112. Oh, hier sind es wirklich nur 18. Könnte ich dann die Forschung ja komplett einstellen, umso mehr liefere ich ja an. Also wenn wir das voll haben, meine ich natürlich. Das ist voll. Das ist voll. So viel kriegen wir nicht weg hier. Wir könnten viel mehr verkaufen. Also der Zug hier, das sind glaube ich 6 oder 7 hier vorne, haltet mich für bekloppt, aber ich bin der Meinung, der ist zu kurz. Und hier bin ich der Meinung, sollten wir auf die maximale Stückzahl gehen. Eben weil das Ganze ja ziemlich lang ist. Also den Weg meine ich jetzt. So, mal gucken, wie viele Wagen jetzt leer bleiben. Oh, einige, denke ich mal. Was jetzt zu lang ist, können wir wieder wegreißen. Viel zu lang. Okay.
Also können hier ab der Kurve im Grunde schon wieder alles weg. Hier machen wir das. So, mal gucken. So. Ich denke mal, müssen wir auch hinten in der Kurve ein Stück rum. Oh, so ein Stück, okay. So, dann müsste es auch passen. Ja, und auf die Art und Weise kriegen wir natürlich viel zu dem Zug hin. Der aber jetzt schon definitiv zu kurz ist. 40, das sind 80. So, 32, das sind 2, 4, 5 Wagen. Gut, den kriege ich vielleicht leer, aber den nicht.
Oh, der ist voll. Und der ist nicht leer. Das heißt im Endeffekt, ich könnte viel, viel mehr verkaufen, als ich es jetzt tue. 1176. Ja, aber wir sind wieder mal am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.